Kapitel 5. Die Tiere helfen dem Doktor. Barbara hatte die Wahrheit gesagt. Der Doktor hatte wirklich keinen Pfennig mehr. So saß er 3 Tage lang hungrig da. Die Tiere sahen, dass er nichts zu essen hatte und begannen, ihn zu ernähren. Die Eule Bumba und das Ferkel Naffnaff legten im Hof einen Gemüsegarten an. Das Ferkel grub mit seinem Rüssel die Beete und Bumba setzte Kartoffeln. Eine Kuh bewirtete den Doktor jeden Morgen und jeden Abend mit Milch. Eine Henne brachte ihm die Eier. Alle begannen für den Doktor zu sorgen. Der Hund Awuff fegte die Fußböden, Tanja und Vanya gingen zusammen mit dem Äffchen Chichi zum Brunnen und holten Wasser. Der Doktor war sehr zufrieden. Nie zuvor war es bei mir zu Hause so sauber. Ich danke euch, liebe Kinder und liebe Tiere, für euren Fleiß. Die Kinder freuten sich und lachten. Die Tiere aber antworteten einstimmig: Karabuki, Marabuki, Bu. In der Tiersprache bedeutet das: Wie sollen wir anders? Du bist doch unser bester Freund. Der Hund Awuff leckte ihm die Wange und sagte: Abusu Mabusu, Bach. Das soll heißen: Wir werden dich nie verlassen und werden deine Freunde sein.